So, dann gehen wir jetzt mal auf Sendung. Ich habe einen Gast bei mir. Hallo, stell dich mal vor, wie heißt denn du? Ja, also ein paar Billardspieler kennen mich unter dem Namen Mupfel, denke ich mal. In Wupfel. Mupfel, ja. Ach, sag nicht. Cool. Mein richtiger Name ist allerdings Lisa. Okay. Seit diesem Jahr Bruder mit Nachnamen. Aha. Ah, du bist verheiratet mit dem Mann, der jetzt gerade hier an dem Tisch steht und spielt, richtig? Genau. Ah, ja, okay. Ja, erstmal Hallo hier von den 25. Neckars Ulmer B und A Classics, Hallo. ja. Und da haben wir die Partie der Thomas Neumann gegen den Thorsten Bruder. Und hier neben mir sitzt seine Frau, die Mupfel. Genau, so schaut's aus. Mupfel, wo kommt denn das her? Ja, von meinem Mann, dem Ja? fallen manchmal so ein komische Namen ein. Ja? Ich sag zu meiner erstmal Schnäuzelchen. Na, beim Billard braucht man manchmal einen Kosenamen, also lasse ich mir den halt lieber geben. Ja, okay. Ja klar, natürlich. Ist ja lustig, oder? So, also dein Mann, dein Ehemann, der ist vereinslos, der hat zurzeit keinen Verein, für den er spielt. Ja, wir waren jetzt gerade in Aalen, sind wir jetzt erst ausgetreten im Oktober. Aha, okay. Und im Moment vereinslos. Bei uns in der Nähe gibt es leider nichts. Wir müssen immer 60, 100 Kilometer fahren zum nächsten Verein und deswegen im Moment einfach. Ah, okay. Ja. Ja, bei uns steht einiges Ja. an und deswegen haben wir jetzt mal gesagt, jetzt machen wir ein bisschen langsam. Aha. Ja gut, wenn man gerade mal verheiratet ist, ne, dann hat man noch Pläne, ja. Genau. Ja. Aber Bilder gehört immer noch ein bisschen dazu, ne? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben So. uns beide beim Billard kennengelernt, Ah ja, also dann. dürfte es auch nicht fehlen. Klar. So, der Thomas Neumann ist am Tisch. Der hat eben gespielt gegen den Albin Uschan und hat 6:1 verloren gegen den Albin. War natürlich nicht einfach für den Thomas, da der Albin Uschan ist ein sehr bekannter Spieler und auch ein sehr guter Spieler. Erster in der Euro-Rangliste, ne? In der Rangliste der Euro-Tour. Tja, mal schauen, ob er sich hier, naja, etwas besser zeigen kann gegen deinen Ehemann. Die beiden kennen sich vom Einspielen ganz am Anfang heute. Aha, Die haben sich okay. zusammen warm gespielt. Und wie war du so dein erster Eindruck? Möchtest du einen Tipp abgeben? Oh ja, ich bin für meinen Mann natürlich. Ah, okay. Also, wenn er Ist das ein hoffentlich. objektiver Tipp oder eher ein emotioneller? Nein, also wenn er seinen Schalter findet, dann. Ja, okay. Gut. Dann ist es gut. Schön, dann schauen wir mal. Aber nett sind sie alle beide. Zumindest habe ich sie so beim Warmspielen. Ja, klar. Oh, da bleibt. Ja, da kommt er durch. Er kommt durch. Er hat es geschafft, er ist durchgekommen, ja. Ja. Hat sich auch mal bei deinem Mann entschuldigt, ja, weil er ein bisschen Glück gehabt hat. Ja, dieser Kontakt, der war ja so nicht geplant. Ich kann gar nicht so genau sagen, ob ich aufgeregter bin oder mein Mann. Ach so, ja, weil du hier im Mikro sprichst. Nee, überhaupt, wenn ich zuschaue, wenn er spielt. Ja, gut, Frauen sind da sehr, wie soll man sagen, sie stehen halt dahinter, ne? Auf Ja. jeden Fall. Ist bei meiner auch nicht anders, ja. Die hat mich nur schweren Herzens ziehen lassen. So, ja, die Möglichkeit für den Thomas hier. Okay, hat er mit Konter Fe gespielt, läuft Tischschmiede wieder raus. Sieht eigentlich ganz gut aus, ne? Die 8 in die Ecktasche, die Weiße laufen lassen. Die 9 auch, Fuß rechts. Ja? Schauen wir mal. Oh, ganz schön. Okay, die läuft. Ah, geht noch. Oh, ja, ist aber. Nicht leicht. Ist nicht leicht, Nee, nein. ich Wenn bin ja man auch ein bisschen parteiisch. ja, klar, natürlich. Dir kommt das jetzt schon entgegen hier, ne? Ja, aber. Das ist natürlich jetzt halt aber hier, ne? Man muss aufpassen. Geht vielleicht noch ganz dünn, aber die Weiße vielleicht auch in die Mitteltasche, ne? Ja. Ja.
halt jetzt hier die Frage, was machst du da? Also ich würde jetzt den Publikumsjoker nehmen, glaube ich. Den Publikumsjoker, ja. Das wird sich jetzt bestimmt anbieten hier. Der Publikumsjoker, ja. Tja, da ist ein guter Rat teuer, ja. So, ich denke, das spielt sie jetzt, ne? Direkt. Schauen wir mal. Tja, beide. Das war die Gefahr. Beide. So, das ist so eine Situation. Kommt normalerweise die 9 wieder auf den Punkt, ja. Und die weiße Ball in Hand. Ja, aber das schenken sie sich, die beiden, ja. So viel wissen sie voneinander, dass der eine oder andere das auch dann spielen kann. Deswegen baut auch der Thorsten, genau, der Mann, gleich mal auf hier. So, also steht es schon einmal 1:0 für den Thomas, ne? Ja, für den Thorsten. Nee, für den Thorsten, für den Thorsten. Halt. So. Und. Neuer Break, neues Glück. Ah, da ist was gefallen. Oh, ganz schön. Ja. Vielleicht nochmal eine hinterher. Ja, ja. So. So. Gut. Ah, hallo, der Klaus Hebestreit. Grüß dich. Servus. Mein lieber Mann, hey. Und top gekleidet, hey. Alter Schwede. Krass. Der Mann, der hat was, ja. Da freue ich mich auf das Spiel mit dir. Ja, dann. Ehemann, werden wir hier da so ein bisschen dahin träumen, macht das 2:0. Das 2:0 gegen den Thomas Neumann vom PPC Waghäusel. Ja, ich habe eben mal so ein bisschen meinen Kabelsalat hier richten müssen. Ja, sind ja doch ein paar Kabel hier verteilt, ja. Muss man ein bisschen aufpassen, kann halt mal zu Störungen führen. Aber so ist das nun mal, wenn du anfängst aufzubauen,
Da muss das alles immer schnell gehen. Ja. Habt ihr gerade schon ein Spiel? Bitte? Habt ihr gerade schon ein Spiel gefilmt oder ist das das erste, was du... Nee, ich habe gerade eins gefilmt, ja. Also ich bin eine Ein-Mann-Show. Okay. Ich bin Roadie, Techniker, Kameramann, Regisseur, Kommentator, Laufbursche. Talkshow-Moderator, lädst du hier Gäste ein, ne? Richtig, genau, auch, ja. Animationsdame. Ja, so ist es halt. So, dein Mann breakt. Wollen wir mal schauen, ob ihr was fällt hier. Ja, da ist gleich was in die Ecktasche. Einstiegsball ist verdeckt. Der ist verdeckt hier. Heißt, da oben ist die 1. So, es ist auch ein bisschen ein Problem hier. Ne? Die 3 und die 7 eng beisammen. Ist dann mal die Frage, was spielt man da? Weil die 3 und die 7, die würde sogar für eine Kombi, glaube ich, fast gerade liegen, ne? Könnt, gell, ja. Hat so ein bisschen eine Linie. Ist mal die Frage, ob er die 1 so spielen kann, also direkt, ja? Geht die? Glaub. Die, ja, tatsächlich. Geht tatsächlich. Oh, die war richtig gut gespielt, ja? Die hat er mit Tiefe viel gespielt, ja? Mit Tief. Und über die lange Bande wieder rausgezogen, Richtung Tischmitte. War gut. Richtig gut gespielt hier. So, jetzt schaut er sich das halt nochmal genau an, ja? Das ist halt jetzt der nächste Ball, die 3. Ne? 9 Ball, spielen nach Zahlen. Ein schönes Spiel für die Frauen, wenn sie sich nicht entscheiden können, welcher der nächste Ball sein soll, da ist 9 Ball ganz gut. Ja, ich bin ehrlich, für mich ist es auch ein gutes Spiel, weil ich mag auch nicht viel nachdenken. Also nachdenken schön muss gespielt. Man natürlich trotzdem nur. Ja, klar, natürlich. Man braucht sich zumindest nicht entscheiden, was man jetzt, welche Kugel als nächstes drankommt. Ja. Ja, ist richtig, genau. Ja. Ja, also die Kombi, die ging. Die 3 liegt jetzt ein bisschen weit im Loch drin. Ne? Kann er sonst Vorbande vielleicht auch spielen? Ja. Muss man aber aufpassen hier, ja? Er macht das ja, direkt. Ist vielleicht ein Tick zu weit gelaufen jetzt, ja. Mhm. Ist ein Tick zu weit. Ja. Ja, aber schön. Schön gespielt. Gut, ich glaube, dein Mann, der findet langsam so ein bisschen ins Spiel rein, ja? Ja, der spielt lieber ein bisschen abends, aber jetzt so langsam wird es, glaube ich, auch, ja. Ah, okay, gut. Ja, ja. Was für eine Liga hat er gespielt? Oha, verschiedene. Also in Bayern, weiß ich, hat er Bezirksoberliga gespielt. Aha. Mal eine Saison oder zwei waren das sogar. Allerdings nur bis wir umgezogen sind, dann haben wir wieder den Verein gewechselt. Okay. Oh, und in Baden-Württemberg habe ich ehrlich offen gestanden keine Ahnung, weil da hat er nur aushilfsweise gespielt. Aha. Weil wir eben, wie gesagt, so einen weiten Fahrtweg auch schon haben. Wir wohnen in Bayern und waren dann in Baden-Württemberg im Verein, weil es bei uns nichts gibt. Ah ja, okay. Und dann, wenn man sonst jeden Sonntag irgendwie 200 Kilometer durchs halbe Land fahren muss und wieder zurück, ist das nicht so schön. Das ist schon fair, ja. Das ist wirklich fair, ja. Oh, die hat er liegen lassen, ja. Oh, ist natürlich... Das ist eine Einladung jetzt für den Thomas hier, ja. Na gut, die Stellung auf die 8, die war natürlich auch ein bisschen misslungen, ne? Das war halt nicht so das, was Ralf Egger diese Komfortzone nennt. Ja. Richtig. Also war eine sehr anspruchsvolle Ablage. So, wollen wir mal schauen, was der Thomas hier macht. Müssen wir jetzt auch über Vorbande spielen. Vorbande ist immer so eine Sache hier, gell? Ist nicht einfach. Er spielt sie direkt. Er spielt direkt und spielt sie als Rückläufer. Ja, gut. Passt ja. Ja, das ist jetzt das Geschenk vom ersten Spiel. Kriegt er jetzt wieder zurückgeschenkt. Ja. Ja, dann hat es sich ausgeglichen. Gell? Ein Billard ist doch gerecht. Ja. So,
So, und der Thomas macht den Anschlusspunkt. So, wieder mal einen neuen Spielstand. Wir haben stets 2:1 für den Thorsten Bruder gegen den Thomas Neumann vom PPC Waghäusel. Sponsor hat dein Mann zufällig nicht? Nee. Nicht, kein nee. Sponsor. Oh, okay. So, Wechselbreak. Der Thomas breakt. Dann schauen wir mal. Okay, da ist was gefallen. Gefallen ist was. Die 2 ist weg. Die 2 ist weg. Ein Einstiegsball. Naja, ziemlich dünn. Und die 3, ja, die würde sogar vorbeipassen. Die 3, ja, die Geld, die könnte gehen hier. Ja, warte mal. Ja. Doch, die passt vorbei, wenn man mal in Wirklichkeit guckt. Ja, ja? Ich hab okay, hast du, hast du gespitzelt? Ich habe mal gerade gespitzelt, ja. Okay, gut. Ja, schaue ich sich jetzt auch noch mal an hier. Gib mir die Flasche. So, schwieriger Einsteiger. Aber er macht den. Oh, und gleich noch eine hinterher. Und das gibt eine dünne 3, ja. Wenn er die überhaupt spielt. Oder ist wahrscheinlich ja. Safe vielleicht einfacher. Die ist wirklich dünn, ja. Also vorbeipassen tut sie, das habe ich schon gesehen, aber... Ja, hier sieht man es schön. Ne? Das ist gerade mal so ein Diamant jetzt. Sehr dünn. Bietet sich eigentlich für Safe vielleicht besser an. Ja, eher für ein Safe, ja. Ja, macht er auch. Er spielt einen Safe. Ja, das war vernünftig. Das war gut. Ja. Ich bin jetzt in der Vorwande. Ja. Na, die Bande? Getroffen. Keine Bande mehr, ha? Keine Bande mehr. Ist keine Bande mehr. Aber irgendwie haben sie das jetzt nicht. War der vorher noch an der Bande, an der langen? Nee, oder? Nee, die Weiße lief erst an die lange Bande und dann. Dann auf die 3. Eigentlich war es ein Foul. Ja. Ja, aber das hat jetzt keiner gemerkt von denen. Ja, oder ich meine, ob die 3 an die lange nochmal hingelaufen ist. Weil die muss ja irgendwie darüber kommen. Ja, ja, schon. Aber ich glaube. Aber gesehen hat. Ja, jetzt, direkt. Hier direkt. Aber nur gut. Wir sind ja nur Kommentatoren, keine Schiedsrichter. Genau. Ja. Gut. So, der Thomas Neumann vom PPC Waghäuser. Ja, das Spiel ist jetzt auch ziemlich wichtig, weil der Verlierer ist draußen. Ja. Einmal hat jeder schon verloren.
Ja, der Verlierer hat verloren, ja. Da geht es jetzt um alles. Ja, das ist dann auch schon gut, wenn man sich mal ein paar Gedanken macht. Man muss natürlich aufpassen, dass er kein Foul begeht hier mit der 8, ja. Oh, schön gespielt. Die war schön gespielt, ja. Gut. Die war gut gespielt, ja. Das sieht nach einem Ausgleichspunkt aus. Jetzt gibt's ja gar nichts. Jetzt habe ich hier die Kritiker neben mir sitzen. Ja, schaut so aus, als wenn der Thomas Neumann hier... Ausgleicht, jawohl. Thomas Neumann vom PBC Waghäusel gleicht aus gegen den Thorsten Bruder. Wo kann man sich die Spiele denn hinterher eigentlich angucken? Auf YouTube. Okay. Und da findest du einen Kanal, der nennt sich Blue White Ball. Mhm. Ja. Ist dann auch die 10, ist das Logo. Billard TV. Okay. Ja. Da müssen wir doch mal drauf gucken. Ja klar, da findest du einige Videos, auch von den letzten Jahren her, Snaggers Olen, Landesmeisterschaften, auch ein paar Interviews mit Albin Uschan, Ralf Suke, ja. Mhm. Ja, und bald zukünftig dann auch noch ein Video mit deinem Ehemann. Genau. Okay, gefallen ist was. Die Weiße hat er auch gut gehalten, schön zentral. Ein Einsteiger ist auch da. Ja, richtig, genau. Die 3 liegt hinten etwas, verdeckt durch die 9, aber gut spielbar eigentlich. Ja, ja, da wird jetzt die Schablone ja entfernt. Ja, ja, das ist okay, weg mit dem Ding. Hat. Ne, der Zug von dem Thomas, dass er ihm da die Schablone entfernt hat. Ne? So. Der Einsteiger. Rein ab hier. Die 2 ist weg. Und stellt er sich. Gut. Passt. So. Die 4, die Stellung auf die 4. Sollte auch passen eigentlich, die Weiße zwischen der 9 und der 4 durchlaufen lassen, ne? Er spielt hinter der 4 lieber durch. Okay, aber auch passt. In Ordnung. Passt, ist gut. Gibt ja meistens mehrere Wege, die zum Ziel führen. Richtig, genau, ja. Auf jeden Fall. Das ist ja das Schöne an dem Billard, ja. Es gibt so viele Möglichkeiten, so viele Ideen. Ah, das ist Wahnsinn. Ist aber manchmal auch genau das Schwere. Ja. Dabei. Es macht es nicht einfacher, klar. Die richtige Entscheidung dann zu treffen, ne? Ne, weil nicht jede Entscheidung ist dann anschließend die beste oder die bessere, ne? So ist es. Ja, das stellt das sich ganz gut hier. Ja, ja, das sollte weg sein. Das sollte passen, ja, ja. Ja, komm mal, Licht schön gerade her. Okay. Setzt dann nochmal ab, war sich jetzt nicht ganz sicher. Ja. Das ist aber gut, wenn er sich nicht ganz sicher ist, dann lieber nochmal absetzen, zurück, neuer Anlauf. Ist wichtig. Ist halt doch nochmal ein bisschen was anderes, auf so einem großen Turnier auf dem TV-Table spielen zu müssen, dann jetzt auf ja, Kopfdruck, ne? Klar. Ja, und der Thomas, nee, der Thorsten Bruder geht in Führung wieder mit 3:2 gegen den Thomas Neumann vom PBC Waghäusel.
So. Ja, wird die Kugel nochmal an der Bande geputzt, ne? Das machen wir aber nicht zu Hause, ne? Mal ein Tuch dafür, ne? Wenn man zu Hause einen Billardtisch hat, dann hat man zu Hause ein Tuch dafür, ja. Gell, ja. So, auch der Thomas weiß, es hängt viel ab hier von diesem Spiel für ihn, ob er weiterkommt. Okay, gefallen, die Weiß ist auf dem Tisch. Einstiegsball hat er auch. 3 und die 7. Liegt zwar ein bisschen nah beisammen, aber ist trotzdem noch eigentlich gut spielbar noch. Paparazzi sind hier auch unterwegs. Ja klar, natürlich. Das ist Werbung für Billard. Alles, was Spaß macht und Lust macht für Billard, ist Werbung für Billard. Und das ist gut so. So. Ja, ein bisschen weit gelaufen. Ja. Ja. Das sieht er ja auch, ja. Zumal er ja auch nur eine ganz schmale Gasse hat auf die 3. Ne? Ja. Da muss er jetzt arg aufpassen. Sehr vorsichtig sein. Hat ja auch keiner gesagt, dass Billard einfach ist. Gell? Bestimmt nicht. Sonst wäre es ja auch langweilig. Gell, richtig. So, und... Die läuft ein bisschen weit. Wieder ein bisschen die zu weit. Läuft weit. Oh, da steht gerade einer davor. Ja. Ja. Tja. Dann wird es wohl jetzt einen Safe-Versuch geben. Ja, wahrscheinlich, ja. Nur die Frage. Die 3 an die 7 ran, oder? Ja, dünn dahinter wollte er, ja. Er wollte dünn dahinter. Mhm. Potbar ist er nicht. Ja, nee. Mhm. Naja, kannst du anspielen, aber. Der Gedanke war auch nicht verkehrt, nur schade jetzt dieser Kontakt mit der 6, ja, weil wäre gut gelaufen, ja, die wäre runter zum Kopfende des Tisches und dann wäre eine Safe mit Sicherheit, das wäre gut, hätte gepasst, aber leider, leider. Ja, jetzt ist alles offen. Jetzt ist alles offen, ja. Könnte ein Ausgleich sein, ja, wenn er jetzt keinen Fehler macht. Hat einen leichten Winkel, muss so rüberziehen zur 6. Okay, schön rübergezogen. Hat er. So ein bisschen tief, hä? Bisschen tief, mit der Qualität. Ganz langsam. Genau, dann kannst du schön in die Ecktasche spielen. Hä? Genau. Wunderbar. Tja, das könnte jetzt der Ausgleich sein für den Thomas Neumann. Ja,
die zwei haben sich gut eingespielt, ja? Ja. Ja, der Ausgleich. Thomas Neumann vom PwC Waaghäusel gleicht aus gegen den Thorsten Bruder. Hallo. Ja, das ist eine interessante Partie hier. Ja. Ja, die müssen es ein bisschen spannend lassen, damit die Leute auch dranbleiben hier im Video. Ah, auf jeden Fall, ja. Ja, mittlerweile fühlt sich das Lokal auch ganz schön, ne? Also auf der Seite hier sind eine Menge Zuschauer vertreten. Auf der Kamera kann man schon sehen, dass hier noch schon einige sitzen im Hintergrund, ja, ein bisschen zugucken. Oh, dich sieht man auch, gell? Dich sieht man auch, siehst du, mich sieht man auch jetzt gerade, hallo. Den Christoph Kugel sieht man, den Jens Sommersinsohn und die Kugel sieht man auch. Ja. Ihr seid in der Kamera. Wink mal. Wink mal. Christoph, da. Einfach mal davor winken. So. Genau, prima. Hallo, hallo Christoph. Ja, die machen eine Pause hier. Die machen eine kleine Pause. Schaut so aus. Ja, anscheinend. So ist es, wenn man mal kurz nicht aufpasst, dann sind die Männer immer weg. Hier einmal kurz wegschaut und schon ist mein Mann immer da. Tja, dafür heiratet man ja, ne? Dass sie dann immer abhauen können. Genau. Ja, ich denke, das ist bei uns ganz ausgewogen, da kommt er ja schon wieder. Ja, genau, da ist er ja wieder. Ja gut, ist wichtig jetzt, ne? Ich meine, der Thomas hat ausgeglichen, 3-3. Noch drei Spiele für jeden. Ja. Der Break ist sehr wichtig. Gespielt wird der Wechselbreak, ja. Das geht aber hier gut an dem Tisch mit der Folie. Also bisher ist immer was gefallen. So, schauen wir mal, ob diesmal auch was fällt. Die 3 ist weg. Einstiegsball hat er. Hat er auch. Einstiegsball hat er auch. Ja. Die 5 liegt vielleicht ein bisschen dicht dran, aber geht. Ja, braucht man nur eine schöne Stellung 2 so an der Bande und sieht ein bisschen gerade aus fast. Ja, sieht fast ein bisschen gerade aus, ja. Ja. War wow, fast ein bisschen. Oh, und kommt die noch? Nein, die ist zu kurz. Die ist zu kurz. Die ist zu kurz, ja. Das sieht man hier nicht mehr. Die ist zu kurz. Ja, ein Bänder vielleicht. Mhm, oder ja, eine Sicherheit. Stellung 4 mit einem Bänker ist auch ein bisschen. Nicht so optimal. Nein, ich denke, eine Sicherheit wäre angebracht, gell? Mhm. Ja. Auch. Aber die ist nicht ganz so gelungen hier. Ein bisschen zu weit. Die ist nicht ganz so gelungen. Die sieht ja, ich glaube, die geht sogar noch. So wie es hier aussieht, geht die sogar. Ja, schön gespielt, aber zu weit. Die geht zu weit. Weit genug, fast schon wieder. Fast wieder weit genug, gell? Ja, aber da muss er wieder aufpassen jetzt, gell? Mit der Ecktal, ja. Obwohl, dünn, wenn er so spielt, aber ist dann die Frage, wo bleibt die Weiße liegen? Schön ist was anderes. Gell? Ja. Ja, wobei die 5, die müsste man eigentlich trotzdem erreichen können, aber. Ja.
Ja. Ja, sie liegt also ja mit Ball in Händen, ja, würde ich sie mir nicht so hinlegen. Das glaube ich dir. Ich würde es auch nicht machen, ja. Ganz bestimmt nicht. Schaut so aus, als wenn das es spielt. Ja. Oh nein, abgerutscht. Abgerutscht, aber gut, aber ist jetzt ein bisschen besser spielbar, ne? Die Möglichkeit für deinen Mann, für den Thorsten Bruder. Oh nein. Oh, die. Das war nix. Die liegt im Loch, ja. Ui, so eine ist eine Möglichkeit gewesen, ja. Da schmunzelt er jetzt ein bisschen, lacht ein bisschen über sich, gell? So ein Verlegenheitslächeln jetzt, ja. So. Also, Thomas hat es ein bisschen besser gemacht, aber der ist ein bisschen zu weit gelaufen. Obwohl, nee, da liegt ja die 6 an der Mitteltasche, ja. Das stimmt, das passt, ja. Was? Wir haben uns das beide ein bisschen angewöhnt, weil man sich ja nicht so ärgern soll, ist ja nicht so gesund. Ja, richtig, genau. Dann muss man lieber mal lachen. Ja. Bevor man sich über sich selber ärgert. Ist schon richtig. Man darf sich auf jeden Fall in nichts reinsteigern. Ja. Weder ins Ärgern noch ins Lächeln. Eigentlich ist immer das einfach, ist so. Das ist so. Kann ich jetzt nicht mehr ändern. Weiter. Beim nächsten Ball weiter. Nicht mich alleine, mag ich nicht offen. Ah ja, natürlich. Ich hab Mario He hatte ich auch schon. Mario He hatte ich auch schon. Ja. Das ist nur so. Man muss die Leute nur fragen. Ist ja nichts Schlimmes, tut ja nicht weh. Ist nichts anderes, als was man sonst auch macht, wenn man am Billardtisch sitzt. Ja. Ja. Man redet ein bisschen über sich, über den, über jenen, über das Spiel, ja? Oh, da bringt uns jemand die Kamera zum Wackeln. Ja. Aber ist schon gut, passt schon. Da steht gerade einer mit einer Kamera vor uns und fotografiert uns. Kannst dich mal umdrehen und winken jetzt. Hat er gut gemacht, hat gut gespielt, ja. Passt hier. Ja, passt gut, sieht gut aus. Tja, die Möglichkeit für den Thomas Neumann zum ersten Mal hier in Führung zu gehen, ja. Die ganze Zeit war er eigentlich immer gezwungen auszugleichen. Jetzt kann er das erste Mal hier in Führung gehen. Mal schauen, ob er es auch. Ja? Ja, das ist die Führung. Die Führung für den Thomas Neumann. Thomas Neumann führt mit 4:3 gegen den Thorsten Bruder. Was man hier machen könnte, wäre auch mal eine Anzeigetafel aufstellen. Ha? Noch dazu. Am Tisch. Jens? Würdest du mal zum Sebastian Spohn gehen und eine Anzeigetafel da vorne auf der Tischstelle noch? Eine Anzeigetafel, ne? Du hast ja halt auch noch ein bisschen Zeit, oder? Simone, du hast ja nachher auch noch ein bisschen Zeit, ne? Ja, okay. So, jetzt bekommen wir auch noch eine Anzeigetafel. Das ist vielleicht ganz schick, wenn hier mal noch was steht, wo dann den Spielstand noch zusätzlich anzeigt. So, die 1 ist weg. Einstiegsball hätte er auch. Ja. Die 3, die sieht ein bisschen verbaut aus hier, aber die geht. Die ist spielbar, die 3. Würde schon sagen. In die Mitte, ne? Ja, in die Mitte geht die schon. Das ist nur das Problem mit der 2. Jetzt müsste die Weiße eigentlich pendeln lassen. Ne? An der langen Bande, jetzt wieder rüber zur Tischmitte, damit er die 3 spielen kann. Ne? Schauen wir mal.
Das sieht gut aus. Das scheint zu laufen. Ja, prima. Mhm. Gut. Läuft raus. Ja. Hätte vielleicht ein bisschen mehr, aber gut. Das ist, was macht er mit der 5? Ne, nee, mit der 4. Die 4 liegt hier noch. Obwohl, wenn er die jetzt hat, ein bisschen tief spielt, tief, dass die Weiße so Richtung Tischmitte läuft, so Richtung Mittelloch, halt nicht ins Mittelloch. Sollte machbar sein. Ja, wenn er an der 8 vorbeikommt. Ja, richtig, genau, das ist halt eben. Aber er geht eher auf die 8 drauf. Ja. Ich denke, das ist vielleicht ja auch, wenn man das in echt ein bisschen anguckt, schaut es fast ein bisschen auch noch enger aus, dass okay, er um die 8 rumgekommen wäre. Ja, okay. Gerade vorne auf den kleinen Tisch, rechts, auf den rechten Tisch vorne drauf, gell? Dass die das da mit umstellen. 3, 4 steht's. Ja. Kannst gleich stellen, wenn du magst. Machen wir am besten. So. Ja. Genau. So rum könnte ich. Genau, richtig. Und machen wir immer nur als Dingens da hier, ne? Genau. Warte mal, hier sind es 4, ne? Okay, so, genau, ja. Ja, prima. So rum jetzt. Genau, das ist in der Raum. Genau. Genau, prima. Super, die Leute hier vom BC 8 Ball, die sind echt toll. Super nett und hilfsbereit. Passt. Genau. Jetzt haben wir hier auch eine Anzeigetafel. Da ist der Mann vom BC 8 Ball. Danke. So, der Thomas Neumann hat sich einfach verstellt auf die 5, aber sich gut daraus gerettet. Ne? Eben mit einem Bänder. Bänder in die Mitteltasche. So, jetzt müsste er. Gucken, dass er an der 8 vorbeikommt. Nochmal gucken, dass er rüberkommt und dann. Richtig, genau, gut vorbeigelaufen hier an der 8. Ja. Ja, bisschen gerade ist aber kein Problem. Bisschen gerade, jetzt müsste er schön zurückziehen. Ne? Ja. Weit genug, ne, damit er den richtigen Winkel hat, um auf die 9 zu kommen. Genau. Aber das, denke ich, soll er machen. Ah, jetzt lacht die Sonne auch wieder herein. Ja. Schöner Rückläufer. Jetzt haben wir da aufpassen müssen, ja. So, aufpassen, dass die Weiße nicht in die Ecktasche fällt jetzt. Ja, das war jetzt fast ein bisschen. Gell, fast ein bisschen weit, ja. Ja, das hat er auch gesehen, das weiß er, dass Gefahr besteht für die Weiße in die Ecktasche. Wäre gut für dich und deinen Mann, ne? Würde die Weiße. Ja, ich darf ja jetzt hier nicht so. Nein, klar, nein, wir sprechen es auch nicht aus. Nein, nein. Er spielt die tief. Versucht zu halten. Ja, tief. Ja, und? Da. So ist es dann auch, ja. Sie fällt rein. Ja, ja, die beiden lassen es halt doch spannend. Die beiden lassen es spannend, ja, genau. Der Thomas schenkt sie eben, ja. Er weiß. Ja, mit Ball in Hand. Ball in Hand, ja. Wird das so versenken. So, und dann haben wir wieder einen neuen Spielstand und einen ausgeglichenen Spielstand. Also es will keiner so wirklich in Vorsprung gehen. Irgendwie trauen sie sich nicht, ja. 4-4. Spielstand 4-4. So, die zwei gehen über die volle Distanz. Ja, ja, die denken sich, sie haben bezahlt fürs Billardspielen, die nutzen das aus. Also ich tippe jetzt mal auf ein 6-5. Nur für wen? Das vermag ich jetzt irgendwie nicht so vorausschauend festzustellen. Okay, gefallen ist was. Gefallen ist was. Die 1 ist weg. Ja, es sind sogar 2 Bälle weg. Einsteiger auf die 2 ist da. Ja.
Die 3 ist auch weg. Ja. Die 4 liegt an der Fußbande, beziehungsweise zum Eckloch hin. Das sieht eigentlich gut aus. Sieht gut aus. Jetzt muss er halt gucken, dass er sie richtig erwischt, dass er die 5 noch spielen kann, ne? Ja, die liegt ziemlich gerade, die 4. Ja. Das ist kein Problem. Dann nimmt er jetzt lieber ein bisschen mehr Winkel in Kauf, ne? Dass er zu weit sieht, ne? Und schön gespielt. Sehr schön. Sieht gut aus. Jetzt ein bisschen zurückziehen. Viel braucht er gar nicht. Nein, die 7, das liegt ja prima. Gut, Stoppball. Stoppball aus. Stoppball aus, ja. Und ein bisschen laufen lassen aus. Wie im Billardbuch. Ja. Das will wohl dein Mann nicht auf sich sitzen lassen hier. Die Führung abgeben und dann noch gleich 10. Hallo? Ja, bei mir macht sich jetzt auch der Puls bemerksam. Aha, und? Tja, dein Mann geht wieder in Führung. 5-4, mein Gott, die 2, die geben sich hier ein richtiges Battle. Das macht er immer so, wenn ich zuschaue. Ja, ja. Damit ich klar noch ein bisschen nervöser bin. Zu Hause ein bisschen ärgern, gell? So, 5-4 für den Thorsten Bruder gegen den Thomas Neumann vom PBC Waghäusel. Ja, jetzt hier im Bild auch mal gerade zu sehen mit der Nummer 58, ne, was ist das? 98, mit der Nummer 98, Mario Hehe. So, mal schauen, was jetzt fällt. Die 2 ist, ne, doch, das war nicht die 2, das war die 4. Das war die 4. Oh, die 1 geht nicht potten zumindest. Nee, Einstiegsball ist das nicht, aber ist eine Option safe auf jeden Fall da. Ja, bietet sich an, ja, ne? So, mal schauen, was er jetzt macht. Ich denke schon, dass er an sich Die weiße optimalerweise an die 2 ran. Ja, muss er. Ja. Jetzt dachte ich für einen Moment, die bekommt noch Schliff, aber es sieht gut aus. Ja, es liegt. Ja. Jetzt sehen wir einen Jump. Ja. Fünf zu vier für den Thorsten Bruder. Schauen wir mal. Okay. Oh, prima. Klasse. Und mal so hurtig salopp reingejumpt. Ja, das funktioniert immer dann, wenn man das Kühe auf den Boden schmeißt, sagt er. Warum ist das Kühe auch schon ein bisschen kaputt? Ach ja, okay. Nennt man das Erziehung dann vom Kühe, ja? Also mit meinem macht er das nicht, wenn er sich das ausleiht. Aha. So. Ah, das ist schön geschwellt, ja, prima. Schön gemacht. Jetzt ein bisschen laufen lassen, ja. Die liegt schön gerade. Ja, spielt zu tief, ja, spielt zu tief, ja. Ne? Aha. Okay. Spielt zu tief, lässt sie über die kurze Bande wieder rauslaufen, ja. Okay, auch eine Idee. So. Ja. Jetzt weg von der 7. Ein bisschen viel Winkel, aber ist okay. Mit der Mitteltasche aufpassen, aber das ja. Weiße. Ja gut, da muss ja bloß den Tisch wiederholen, ne?
würde mir auch schon reichen. Ja. Gut. Ja, wenn er solche Zugbälle spielt, dann fühlt er sich, glaube ich, gerade ganz wohl. Ja, er macht auch einen recht entschlossenen Eindruck jetzt. Gell? Ich glaub, daran er erkennt man jetzt, das ein bisschen. Ja. Den Zug, also, ja. So, jetzt zeige ich es meiner Frau, dass ich spielen kann. Er fühlt sich wohl. Ja, das ist ja, das ist der Grund, warum ich mich verliebt habe. So. Auch natürlich. Also, am Anfang ist ja natürlich der erste Eindruck, der ist dann beim Billardspielen gekommen. Aha, okay. Tja, Billard schmiedet Bünde fürs Leben. Ach weißt, so ein Billardspieler ist gar nicht so verkehrt. Wer beim Billard bleibt, der hat Charakter, der hat Standfestigkeit. Ja. Ich kann es mir schon schwierig vorstellen, wenn nur einer der beiden Billard spielt, weil es ja doch ein Hobby ist. Ja. Wenn man das ordentlich macht, dann ist man da schon öfter beim Billardspielen. Klar. Was jetzt bei uns nicht so das Problem ist, weil wir dann halt meistens zusammen einfach spielen gehen. Er hat es gewonnen. Er hat es gewonnen. Wunderbar. Ja, schön. Gratulation an den Mann. Er hat es gewonnen. 6-4 für den Thorsten Bruder gegen den Thomas Neumann vom PPC Waaghäusl. Ja, ja. Ich verabschiede mich an der Stelle auch mal. Ich muss mal gratulieren gehen jetzt. Und ich bedanke mich recht herzlich. Gell? Hast du toll gemacht. Danke. Prima. So, dann werden wir dich mal abstöpseln hier. Genau.